So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr könnt mal wieder euer Geld für ein lustiges Taschenbuch ausgeben. Und welches? Natürlich Fantomas. Ja, allein das Cover sieht schon richtig nice aus. Ihr kennt ja die Covers, finde ich meistens richtig cool. Aber das brandneue und aktuelle, die Nummer 31, das hat was. Mit den Dümpeln. Als Pfeil? Richtig genial. Ich weiß, ist natürlich kein Dümpel, damit klettert er die Wand hoch, aber ist trotzdem ein richtig cooles Cover. Das muss ich echt sagen. Und natürlich ist das etwas hochpreisiger. Es kostet 12 Euro. Es ist aber trotzdem, wie ich finde, richtig cool. Aber wie immer kann ich nur für mich sprechen. Mir hat es mal wieder gefallen. Ja, mir hat mal wieder das Phantomas gefallen. Und das ist die Nummer 31, die mir gefallen hat. Die Geschichten sind richtig witzig, humorvoll, einfach nur cool. Aber ihr seht es selber, die Zeichnungen sind klassisch, richtig. Mir hat es gefallen, ganz einfach, schlicht und einfach, mir hat es gefallen. Und jeder, der dieses lustige Taschenbuch, Ultimative Fantomas Nummer 31 schon hat, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer in die Kommentare, wie er es gefunden hat. Also mir weniger, weil ich kann für mich sprechen, mir hat dieses gut gefallen. Deswegen möchte ich keine Empfehlung rausgeben. Aber mir hat es wirklich, ich weiß nicht warum. Es kann auch sein, dass meine Stimmung gerade danach war, so ein lustiges Taschenbuch, Comics mal wieder durchzuschnöken. Dann gefällt es einem sowieso, auch wenn es meistens dann ein paar Wochen später, wenn man dann nochmal reinguckt, einem weniger gefällt. Aber die Stimmung hat gepasst, das Comic hat gepasst oder das lustige Taschenbuch. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch ja nur eine Info geben, dass eben die Nummer 31 da ist. Von lustige Taschenbuch Fantomas für rund 12 Euro. Aber natürlich, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt, verlinke ich unter dem Video. Teilweise sind die etwas günstiger im Netz, aber ihr wisst es ja. Und jetzt, das Cover ist richtig cool. Kommt natürlich zu den anderen. Ihr wisst es ja. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt von der Nummer 31. Wie gesagt, mir hat es gefallen. Ob es euch gefallen hat, schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare. Und das Schöne ist für alle anderen auch, weil ich werde meine Meinung erstmal nicht ändern. Es war top und sage deshalb wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.